Liebe Zuschauer, heute haben wir das Thema FAQ, die häufig gestelltesten Fragen unseren aktuellsten Videos, wieder mal für Sie zusammengefasst. Natürlich ist es schwierig bei der Masse an Kommentaren, die wir haben, jedes Kommentar oder jeden Kommentar sozusagen in der Tiefe zu beantworten. Wir haben uns mal die häufigsten Fragen unserer Zuschauer zusammengeschrieben und möchten heute mit Ihnen Antworten liefern oder möchten Ihnen Antworten und Rede stehen. Und liebe Zuschauer, beginnen wir doch erstmal mit der ersten Zuschauerfrage. Frage Nummer 1. Glaubt ihr wirklich, dass Silber dreistellig werden könnte? Die Frage ist natürlich sehr reißerisch. Zum einen liegt es wahrscheinlich auch daran, weil wir darüber schon mal ein Video mit dem Dimitri Speck gemacht haben. Das werden wir hier auch mal einblenden, ob der Silberpreis in dieser Region steigen kann. Es liegt zum einen daran, wie stark man den Goldpreis steigen lässt. Sie wissen wahrscheinlich selbst aus einigen unserer Videos, dass der Goldpreis immer wieder manipuliert wird. Dadurch, dass die Zentralbanken die größten Goldkäufer sind, gibt es natürlich sehr großes Interesse, den Goldpreis etwas günstiger zu halten, um somit günstiger in Gold investieren zu können. Wir haben es aber während der Pandemie gesehen, dass die Goldpreise, die physischen Preise in den Himmel gestiegen sind. Und Silber nennt man ja den kleinen Bruder oder die kleine Schwester des Goldes. Und bei Silber konnte man beobachten, dass der Silberpreis während der Pandemie etwas gefallen ist, danach aber umso stärker gestiegen ist. Und wir hatten einen historischen Anstieg, den es in 40 Jahren so nie gab. Und zwar hat Silber einen Kurssprung gemacht um fast 10 Euro pro Unze. Und das innerhalb von weniger als 4 Wochen, liebe Zuschauer. Deswegen ist es natürlich möglich, dass Silber auch auf 100 Dollar steigt. Es hängt natürlich davon ab, wie stark der Goldpreis steigt. Denn das sogenannte Ratio, das Verhältnis zwischen Gold und Silber, das war historisch gesehen immer bei 1 zu 15, in manchen Phasen auch bei 1 zu 10. Aktuell sind wir aber bei 1 zu 70. Das bedeutet, wenn der Goldpreis beispielsweise auf 10.000 Dollar steigt und sich das althistorische Niveau sozusagen wieder angleicht, dann kommen wir auch auf dreistellige Silberpreise. Und wenn dann die Massen erstmal aufmerksam werden auf den steigenden Silberpreis, da der Silbermarkt sehr klein ist, könnte es sehr schnell gehen, dass die Silberpreise dann auch dreistellige Regionen erreichen und vielleicht auch langfristig dann auf einem Niveau im oberen zweistelligen oder im unteren dreistelligen Bereich verharren. Dann gehen wir auf die nächste Frage ein. Frage Nummer 2. Ed Kettner Edelmetalle. Meine Befürchtung ist nicht ein Goldverbot, sondern dass der Einkauf des Goldes verboten wird. Denke, die Banken werden da auch Druck bei den Politikern machen. Was meinen Sie dazu? Mich würde Ihre Meinung interessieren. Vielen Dank im Voraus. Danke für die Frage, die wird auch sehr, sehr häufig gestellt. Es ist so, das haben wir auch im letzten Interview mit dem Dimitri Speck, als wir über das Thema Hyperinflation und Goldverbot gesprochen haben, ausgiebig darüber berichtet. Momentan wenig dafür spricht, dass es ein Goldverbot gibt. Zum einen ist es so, dass die physischen, also die Fiat-Währungen sozusagen nicht mehr an irgendwelche Geldsysteme gekoppelt sind. Zu Zeiten des Dollars, als es damals das Goldverbot in den USA gab und unter dem sogenannten Bretton Woods-Abkommen entschieden wurde, dass 41 Jahre lang der Goldpreis sozusagen gekoppelt ist an jeden Dollarschein. Also sie hatten eine Garantie, dass sie für jeden Dollarschein eine Kleinstmenge an Gold physisch ausgehändigt bekommen oder hätten bekommen können. Und aufgrund dieser Entkoppelung, die es heute nicht mehr gibt, ist es weniger zu befürchten, dass es hier ein Verbot gibt. Vor allem die Zentralbanken, wie im ersten Kommentar auch schon gesagt, sind mit die größten Käufer weltweit. Eine Enteignung wäre sehr schwierig. Man kann nicht in jedes Haus spazieren, um die Menschen zu enteignen. Ob es zu Verboten kommt, einer eigenen Anlageklasse, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Stellen Sie sich mal vor, man verbietet den Menschen, in Aktien zu investieren, also in Unternehmensbeteiligungen oder vielleicht auch in Immobilien. Das lässt sich sehr, sehr schwer durchsetzen. Vielleicht für einen kurzen Zeitraum, aber ich glaube persönlich weniger daran. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ansonsten gerne auch fleißig wieder unter die Videos schreiben. Das gilt im Übrigen für alle Zuschauer. Wenn Ihnen jetzt während des Videos Fragen einfallen, gerne hier unten reinschreiben. Wir machen regelmäßig unsere FAQs. Frage Nummer 3. Wie sieht es mit Diamanten aus? Kann man da sein Vermögen auch eventuell ein bisschen absichern? Unser Chefanalyst, der Benjamin Deutsch, wir werden das Video hier unter dem entsprechenden FAQ-Video verlinken, hat auch ausgiebig darüber gesprochen, was unsere Hausmeinung zum Thema Diamanten ist. Und es wurde in den letzten Monaten und Jahren immer wieder von dem einen oder anderen Experten Diamanten empfohlen als sogenannte Fluchtwährung. Man kann sehr kompakt hohe Werte speichern. Diamanten haben je nach Schliff und entsprechenden Eigenheiten auch sehr große Werte, die sie sozusagen auf einen kleinen Raum binden können. Es lässt sich leider mittlerweile sehr einfach auch einen Diamant sozusagen künstlich herstellen.
Das ist ein Riesenrisiko, wenn Sie kein Experte sind und wenn Sie das Ganze ohne Zertifikat oder selbst wenn Sie es mit Zertifikat kaufen, dass Sie hier eben auf eine Fälschung stoßen. Und ich sage mal, im Goldbereich ist es relativ einfach. Wir haben ja einige Videos schon gemacht, wie man Fälschungen selbst herausfinden kann. Unter anderem gibt es hier ein wunderbares Prüfgerät von der Firma Gold Analytics, auch unter dem Video verlinkt. Mit diesem Prüfgerät können Sie selbst feststellen, ob es sich um Fälschungen handelt oder nicht. Das ist bei Diamanten nicht so einfach möglich. Sie sind sehr illiquide, das heißt, der Markt ist deutlich kleiner als der Goldmarkt. Und Sie haben natürlich den Nachteil der Mehrwertsteuer, wenn Sie die bei sich in Ihrer eigenen Obhut haben möchten. Also ich persönlich bin der Meinung, dass man Diamanten, wenn dann wirklich nur zur kleinsten Diversifizierung, zur sogenannten Absicherung, wenn man wirklich davon ausgeht, das Land fluchtartig verlassen zu müssen, sich ins Portfolio legen. Ich halte es aber trotzdem für sehr riskant. Und wenn Sie mich fragen, ob ich Diamanten besitze, dann nur im Schmuck, den ich persönlich meiner Frau geschenkt habe, privat, würde ich davon abraten. Und wie gesagt, im Marktupdate, im letzten von unserem Chefanalysten, dem Benjamin Deutsch, können sich dazu auch nochmal seine Meinung anhören. Frage Nummer 4. Soll man jetzt aktuell noch Gold kaufen? Dass, wenn es im Herbst zur zweiten Welle kommt, dann die Banken kippen, oder? Wird eine Arbeitslosenwelle werden, die seinesgleichen sucht? Also es sind mehrere Fragen. Zum einen, ob man jetzt noch Gold kaufen soll, ein ganz klares Ja. Das haben wir auch mit dem Interview mit dem Dimitri Speck gestern nochmal ausgiebig besprochen. Auch er, nicht nur wir, sondern viele Analysten, selbst die Bank of America, Goldman Sachs. Und letzten Endes, die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Goldpreise nochmal vor einem weiteren Ausbruch stehen. Also hier kann ich die Frage schon mal bejahen. Natürlich kann es auch jetzt nochmal zu kurzfristigen Konsolidierungen kommen, bei denen keiner weiß, ob es eventuell nochmal Preise gibt, die eventuell 40, 50 Dollar günstiger sind. Wenn es im Herbst zur zweiten Welle kommt, ob die Banken kippen, kann natürlich auch ich nicht beantworten. Ich habe die Glaskugel nicht. Ich gehe aber stark davon aus, dass den Banken Großteile der Geschäftsgrundlage entzogen werden, wenn es eine zweite Welle geben wird, denn immer weniger Menschen haben die Möglichkeit, eine Finanzierung auf stabile Beine zu stellen. Immer mehr Menschen haben schlecht finanziert und können die Sicherheiten nicht bedienen, wenn es Nachforderungen gibt. Und eine Arbeitslosenwelle haben wir ja jetzt schon. Die wird sich auch ausweiten. Immer mehr Gastronomien und Veranstaltungsgewerbe, aber auch Tourismusgewerbe und andere Branchen sind ganz stark und hart betroffen von der Pandemie bzw. den Folgen der Pandemie. Mit einem zweiten Lockdown sind meines Erachtens die Chancen für unsere Wirtschaft in den nächsten 10 Jahren auf die Beine zu kommen nicht mehr gegeben. Was mir natürlich für die Folgegeneration besonders leid tut. Wenn Sie Kinder haben, dann können Sie das garantiert nachvollziehen. Frage Nummer 5. Wie viel Gold haben Sie eigentlich für sich persönlich? Die Frage ist ganz einfach. Alles, ja. Alles, was ich in liquiden Mitteln nicht benötige zum privaten Lebensunterhalt für mich, ich rede jetzt nur von mir, ich bin ein Goldhändler, das heißt, wir verkaufen und kaufen Gold an, das heißt, wir sind sehr liquide an der Thematik, wir können das sehr schnell veräußern, können es aber auch schnell wieder in Gold umschichten und mir gibt es einfach kein gutes Gefühl, wenn ich Geld auf dem Bankkonto liegen habe, das ich nicht zum Leben brauche, also tausche ich das physisch in Edelmetalle, nicht nur Gold, auch Silber, aber vielleicht, um es fair zu sagen, die Zahl kann ich natürlich nicht nennen, denn hier hat es auch mit meiner Privatsphäre eine klare Grenze. Frage Nummer 6. Hallo Herr Kettner, können Sie mal bitte ein Interview mit Herrn Professor Dr. Böker machen, falls er noch lebt? Ja, der Herr Professor Böker, soweit ich das weiß, der Stand ist allerdings schon wieder 3 Monate her, lebt noch, ist gesundheitlich allerdings angeschlagen und somit sieht man ihn auch nicht mehr in der Öffentlichkeit. Von unserer Seite natürlich weitere gute Genesungswünsche. Ich habe keinen aktuellen Stand und ich würde sehr gerne ein Interview mit ihm machen, weil ich ihn schätze, auch für seine Art und Weise zu unterhalten. Natürlich hat er mit seiner Art und Weise gerne auch überzogen, aber er hat solche Aussagen geprägt wie, man sollte das eigene Gewicht, das eigene Körpergewicht in Silber haben, plus das Gewicht der Katze, um dann persönlich auch abgesichert zu sein. Ich finde, er hat tolle Videos und Beiträge geleistet, 2008, 9 und 10 und auch in den Folgejahren und tolle Vorträge gehalten. Ist ja einer derjenigen mit den meisten Publikationen im Goldsektor, im deutschsprachigen, aber auch im englischsprachigen Raum. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn es dazu käme. Realistisch ist es aber Stand jetzt nicht. Frage Nummer 7. Was wird überhaupt passieren, wenn das ganze Gold und Silber auf der Erde abgebaut wurde? Naja, dann ist das Gold zwar abgebaut, aber es ist ja verarbeitet. Wir haben auch ein Video gedreht vor kurzem, wo Gold überall drinsteckt. In Smartphones, in Computern, in TV-Geräten, aber auch in Schmuck oder in den Tresoren der Anleger. Es wird natürlich neue Wege geben, an Gold zu kommen. Es gibt ja Diskussion, dass es möglich sein könnte, auf dem Mars Gold zu fördern, dann wären die Förderkosten immens höher. Das heißt, der Goldpreis würde natürlich utopisch weit steigen. Also man wird sich bestimmt neue Wege einfallen lassen, Gold auch zu recyceln. Aber vor dem realistischen Szenario sind wir noch weit.
weit weg, denn es sterben natürlich auch immer wieder Menschen, es werden Goldbestände vermacht, die dann auch wieder an den Markt kommen. Also ich glaube nicht, dass wir in unserer Generation diesen Moment erleben, dass Gold und Silber physisch nicht mehr verfügbar sind, sollte das der Fall sein. Wie immer bestimmt die Nachfrage das Angebot, das heißt die Preise würden ins Unermessliche steigen. Und weil es ein Gut ist, das man nicht einfach nachproduzieren kann, ist natürlich das Ganze dann noch beliebter, als es bisher ohnehin schon der Fall ist. Frage Nummer 8. Warum haben die Amis Probleme, wenn Trump wiedergewählt wird? Ist Sleepy Joe etwa besser? Also ich bin weder Trump noch Sleepy Joe Anhänger. Joe Biden hat natürlich mittlerweile in den Medien auch mit großen Vorwürfen zu kämpfen. Ob es jetzt irgendwelche Missbrauchsskandale sind oder andere Themen, da möchte ich mich einfach ein Stück weit bedeckt halten. Wir wollen als Unternehmen einfach keine politische Stellung beziehen. Ich glaube, aktuell wäre es vielleicht für die USA sogar besser, wenn Trump an der Wahl bleiben würde, weil das, was nachkommt oder das, was an Alternativen zur Verfügung steht, hat definitiv wenig Potenzial, beziehungsweise ist wieder mal im Deep State sozusagen verstrickt. Und liebe Zuschauer, bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich hier keine klare politische Stellung beziehe. Wir haben den einen oder anderen Seitenhieb in den letzten Monaten rausgelassen und werden uns da aber auch ein Stück weit bedeckt halten. Sie können mir nur eins glauben, auch ich schaue über den Tellerrand hinaus und wir haben viele interessante Gespräche mit Zuschauern, aber auch Insidern des Systems und sehen viele Dinge, die man so als, ich sage jetzt mal, Mensch, der noch nicht mit der Materie vertraut ist, nicht unbedingt sehen will oder darf. Und wir werden das aber in den Videos nicht vermischen. Wir möchten hier sachlich und unpolitisch bleiben. Wie ist das mit der App? Ja, was ist mit der App? Die App ist fertig und wenn Sie möchten, dürfen Sie sich gerne hier unter dem Video mal dazu bewerben, in die Tester-Reihe mit aufgenommen zu werden. Momentan haben wir eine Testreihe von insgesamt 100 Testern, die die App testen dürfen. Die schauen, gibt es noch irgendwelche Programmierfehlerchen oder Darstellungsfehler. Daraus resultiert momentan ein letzter Workaround, womit wir diese kleinen Fehlerchen beheben und dann offiziell zugänglich machen für jeden. Ich sage mal, im Laufe des Septembers dürfen Sie die App selbstverständlich dann alle nutzen, sowohl als Android, aber auch iOS-Nutzer, also Apple- und Android-Nutzer, werden sich hier freuen. Es funktioniert auch in der Tablet-Version. Ich habe sie schon auf dem Handy. Ich genieße schon jeden Tag die App. Die App wird in zwei Varianten starten. Zum einen, sie gibt es in einer fertigen Form, aber mit zwei Optionen. So rum muss man es ausdrücken. Zum einen hat sie die Möglichkeit, ihre eigenen Bestände zu verwalten, aber auch die Bestände ihrer Liebsten. Sie können Produkte hinzufügen und ergänzen bzw. löschen. Sie können in der App, und das, was mir besonders viel Spaß macht, auch Produkte sozusagen hinzufügen, die Sie jetzt bei uns im Sortiment vielleicht nicht finden, die Sie schon aus dem Altbestand haben oder woanders gekauft haben. Also Sie sind hier nicht an uns gebunden. Sie können Ihr Kundenkonto aus dem Onlineshop verbinden mit der App, sodass Sie dann alles, was Sie gekauft haben oder im Onlineshop schon in meine Edelmetallbeständen gepflegt haben, auch in der App sehen, genauso Ihre Einkäufe. Und es gibt eine Chartfunktion, das heißt Gold, Silber, Platin und Palladium, nachher sogar Kupfer, lassen sich dann wirklich aktuellst in der App nachvollziehen. Und Sie können sich letzten Endes sogar Signale setzen, wenn ein Preisalarm erzeugt wird, dass zum Beispiel die Preise in einem gewissen Prozentsatz sich verändert haben oder Ihre Produkte, Ihre Lieblingsprodukte sich vom Preis nach oben oder nach unten verändert haben, können Sie sich Push-Nachrichten geben lassen, um Sie dann auf dem aktuellsten Stand zu halten, dass es eventuell zu einer günstigen Nachkaufgelegenheit kommt. Wir werden die App noch explizit in der Tiefe vorstellen, aber das möchten wir dann gerne in einem separaten Video machen. Jetzt kommen wir zu der letzten Frage, last but not least. Frage Nummer 10. Top Video, danke. Wann wird der Edelmetallzyklus denn enden? Und wird es im 21. Jahrhundert noch einen weiteren geben? Also zum Thema Zyklus oder Zyklen ist unser Chefanalyst, der Herr Benjamin Deutsch, im deutschsprachigen Raum meines Erachtens der Beste. Und darüber wird es auch noch ein Video geben. Ich kann nur sagen, wir kommen gerade erst in den Edelmetallzyklus. Zyklen können zwischen 10 und 30 Jahren anhalten. Also wäre es rein theoretisch, wenn es noch zwei weitere Zyklen gibt, im 21. Jahrhundert durchaus möglich. Aber ich glaube, wir sollten uns jetzt erstmal auf den aktuellen Zyklus konzentrieren und schauen, was die wirtschaftlichen und die politischen Folgen aus diesem Zyklus sind, um dann beurteilen zu können, ob es nachnehmen Zyklus der Edelmetalle in diesem Jahrhundert nochmal einen weiteren Zyklus geben wird. Und ob wir dann überhaupt noch leben, weiß ja auch keiner. Vor allem, wenn es jetzt die RNA-Impfstoffe geben wird und sie Gene in ihren Körper gespritzt bekommen, die sie vielleicht bei Obst, Gemüse, das sie im Laden kaufen, vermeiden. Ich weiß nicht, ob diese Entwicklung gesund ist, dass wir uns alle als Laborraten hier in Deutschland
testen lassen oder missbrauchen lassen, kann man vielleicht dazu schon sagen. Ich möchte am Ende des Videos noch darauf hinweisen, dass wir am 2.9. um 19 Uhr ein Live-Video haben mit einigen Sonderangeboten, die es nur in diesem Live-Video geben wird. Also schauen Sie unbedingt vorbei. Auch tolle Fragemöglichkeiten direkt live an mich. Ganz unvorbereitet versuche ich Ihnen Rede und Antwort zu stehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen YouTube-Kanal abonnieren, uns einen Daumen hoch geben und hier unten gerne fleißig Fragen reinschreiben, damit wir fürs nächste Video bald wieder genug Material haben. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und tschüss.